Hallo zusammen, zu einem weiteren Rennen bei Gran Turismo. ja, diesmal den Dragon Trail International Raceway. Wir nehmen vorne die erste, die Dragon Trail Küste. Und ja, fahren wir mal am Abend. Ja, wieder mit dem Volkswagen Golf 7 GTI 14. Ja, ich lasse ihn mal in der Originalfarbe in Weiß. Automatik auf Anfänger. Wir haben seit dem letzten Mal nichts geändert, weil wir nicht genug Punkte dafür hatten. Ja. Also so gepowert ist er entsprechend noch nicht. Schauen wir mal. Ist ja auch das erste, mit dem wir fahren. Ja, beim letzten Mal haben wir ja die erste Strecke gemacht, wo man ja eher so oval fährt. Hier ist noch mal kurz die Fahrerzeugeinstellungen sind wie gehabt. Das Traktionskontrolle mal hier noch ein bisschen hoch. Da machen wir die Weichen. Ja. Genau, ansonsten sind die Einstellungen genauso, wie ich sie hinterlegt habe. Für das Auto. Oder? Ne, eigentlich nicht. Also man kann hier halt nicht alles anpassen. Das ist vom Rennen und der Schwierigkeit dann noch abhängig. Und dann starten wir mal. Und dann gucken wir mal, wie wir uns mit dem heute anstellen. Und dann da direkt in der Kurve. Pascal würde jetzt sagen, wer bremst, verliert. Also wenn ich hier auf manuell fahren will, würde ich hier glaube ich voll müssen. Also zumindest mal die ersten Male. Und wenn, also ich kriege dann unter Umständen auch eine, vielleicht auch zwei gute Runden hin. Aber danach brauche ich dann irgendwann Fehler und dann alles beliebt hat. Mit den richtigen Sportautos ganz anderes verdienen. Auch von der Geschwindigkeit her und so. Jetzt weiß ich mal, welche Strecke das ist. Quatschen und fahren. Wenn man zu früh aufs Gas geht.
glaube, ich muss noch ein Ohr aussehen. Ich glaube, ich muss mir doch mal ein Lenkrad besorgen oder sowas. Achthundertdreißig Credits, 70 Meilen und 68 Erfahrungspunkte. So, das müsste jetzt tatsächlich reichen. Da können wir ja mal schnell gucken, um das Fahrzeug ein bisschen zu verbessern. Da ist er. Wie ihr gesehen habt, ich habe auch noch nicht so viele Fahrzeuge. Aber hier müsste jetzt reichen für 343. Da müssen wir noch ein bisschen fahren, bis wir da weitermachen können. Yeah. Also so sind auf jeden Fall die Standardeinstellungen. Hier sieht man gut, die Gänge, wie ich sie hier eingestellt habe, die sind enger geschaltet, wie wir jetzt die Möglichkeit hatten, eben auf der Strecke. Okay, dann sage ich mal bis zum nächsten Rennen und bis dahin. Danke fürs Schauen. Bye bye.